Willkommen zur neuesten Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenendpodcast der AfD. 3,50 Euro für Superbenzin, Diesel noch um einiges teurer. Das könnte uns drohen, denn EU und Ampel denken über einen Boykott russischen Öls nach. Macht so ein Boykott Sinn? Das fragen wir heute AfD-Bundessprecher Tino Kruppan. Wir schauen mit dem sozialpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, mit René Springer, auf die immer weiter steigenden Preise. Überall. Wo die Ursachen wirklich liegen und was eine AfD in Regierungsverantwortung sofort dagegen tun würde, heute hier bei uns im Podcast. Die Zahl schwerer Komplikationen nach Covid-Impfungen ist wohl 40 Mal höher als durch das Paul-Ehrlich-Institut zugegeben. Ein Zwischenergebnis einer Studie der Berliner Charité. Herzmuskelentzündungen, Überreaktionen des Immunsystems, neurologische Ausfälle. Eine lange, gruselige Liste an Impfschäden. Martin Sichert ist in der Bundestagsfraktion der AfD für die Gesundheitspolitik zuständig. Warum auch deswegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht sofort weg muss, wird er gleich erläutern. Außerdem, am Sonntag gilt's, Schleswig-Holstein wählt einen neuen Landtag und die AfD hat gute Chancen, mit einer starken und großen Mannschaft im nächsten Kieler Landtag dabei zu sein. Drei Kandidaten, die der Norden mit dem Kreuz an der richtigen Stelle ins Parlament schicken wird, lernen Sie gleich bei uns kennen. Doch vorher, am Dienstag war der Tag der Pressefreiheit. Deutschland ist im weltweiten Ländervergleich um 3 Plätze auf Platz 16 abgerutscht. Hauptgrund angeblich Gewalt gegen Journalisten auf Demonstrationen. Aber alles in allem, so das einhellige Fazit, ist doch alles in Ordnung. Die Presse ist frei in Deutschland. Ist sie das wirklich? Nach außen wohl schon. Aber wie sieht es mit der inneren Pressefreiheit aus? Dazu begrüßen wir jetzt in 7 Tage Deutschland als erstes Joachim Paul, Mitglied im AfD-Bundesvorstand und Medienpolitiker. Am Mikrofon ist Detlef Friehe. Schönen guten Tag. Und schönen guten Tag auch Joachim Paul. Herr Paul, was genau muss denn unter innerer Pressefreiheit verstanden werden? Können Sie das erläutern? Schönen guten Tag nach Berlin. Ja, die innere Pressefreiheit beschreibt eben, dass der Journalist seiner Tätigkeit unbehelligt nachgehen kann und eben, wenn er einen Artikel verfasst oder einen Beitrag schreibt, nicht Angst haben muss, entlassen zu werden, wenn er sozusagen politisch in eine gewisse Richtung geht. Wir wissen, dass viele Journalisten natürlich auch so ein bisschen unter dem Druck schreiben, was sagt der Verleger dazu, was sagt der Chefredakteur dazu, was sagt der Kollege dazu und vor allen Dingen auch, was sagt die Stadtöffentlichkeit, also das Umfeld dazu. Und da gibt es schon enormen Druck. Es gibt da auch wirtschaftliche Interessen, zum Beispiel von einem Großunternehmen. Das sind alles Faktoren, die zu berücksichtigen sind und die auf den Journalisten einwirken. Und es gibt sehr viele Hinweise, dass Journalisten eben dort nicht mehr so ganz frei sind und Artikel unter den Tisch fallen, wenn sie einem Tenor widersprechen. Haben Sie da ganz konkrete Beispiele? Können Sie da eventuell auch Namen von Journalisten nennen? Ja, wir haben ja immer wieder mit Aussteigern zu tun, insbesondere aus dem öffentlich-rechtlichen Apparat, also ARD, ZDF und Co. Vor kurzem ist ja Katrin Seibold ausgestiegen, die war 18 Jahre beim ZDF und sie hat genau das berichtet, dass eben in der Redaktionsarbeit, also in der journalistischen Arbeit im Rahmen der Redaktion vor Ort im Hause Einfluss genommen worden ist und dass öfter gesagt worden ist, das kannst du so nicht bringen, das wollen wir so nicht, das will der Chefredakteur nicht, das will eben die Vorstandsebene nicht. Und das ist natürlich ein Beleg dafür, für diese These, dass die innere Pressefreiheit durchaus gefährdet ist. Es gibt aber noch weitere Beispiele von Journalisten, die zum Beispiel uns hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, sie konnten Artikel nicht schreiben, weil es dann in der Redaktionskonferenz gesagt wurde, das kannst du so nicht veröffentlichen, das hilft nur der AfD. Insbesondere beim Thema Einwanderung, insbesondere beim Thema Klima, also Umbau der Gesellschaft in Richtung Klimaplanwirtschaft und so weiter. Da gibt es ja viele Friktionen und Probleme und darüber sollte nicht berichtet werden. Was konkret kann denn ein öffentlich-rechtlicher Nachrichtensprecher, ein Moderator oder ein Reporter tun? Von ihm wird erwartet, ganz automatisch, dass er diese linksgrüne Erzählung vorführt, die sein Sender schon immer verbreitet. Macht er das nicht? Ist er raus? Ist er arbeitslos? Was kann, was sollte derjenige tun? Ja, also es ist natürlich schwierig. Jeder hat eine Verpflichtung dem Arbeitgeber gegenüber. Bei den Medien hat das ein besonderes Geschmäckle, weil es natürlich Einfluss hat auf die Meinungsbildung. Medien bilden ja auch Meinung. Das ist alles richtig. Aber ich habe ja eben schon angedeutet, dass es auch Journalisten bereits gab, die gesagt haben, ich überprüfe mich selbst mal, ich stelle meine Texte zur Diskussion. Ich habe kein Problem damit, wenn mal untersucht wird, ob ich nicht
ständig sozusagen die Berichterstattung mit einem wertenden Kommentar vermische. Das halte ich sowieso eigentlich für den Königsweg, dass man eben sagt, ich bin bereit, über Veranstaltungen, über Ereignisse erstmal faktengetreu zu berichten, um einen Gesamtaufriss zu machen, also um das gesamte Geschehen erstmal begreiflich zu machen, nachvollziehbar zu machen. Und dann setze ich ganz klar abgesetzt und erkenntlich einen Kommentar daneben, was ich davon halte. Ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man das strikter trennen würde. Das wäre ja im angelsächsischen Bereich, liegt das ja vor. Da trennt man es strikter. In Deutschland ist das nicht so. Und ich glaube, da muss es einfach eine andere Kultur geben in den Medienhäusern. Und wir müssen da die Journalisten eben als Partner betrachten. Ich habe durchaus schon erlebt, dass, wenn ich Journalisten gezeigt habe, also schauen Sie mal hier, das ist nicht so ganz objektiv, also da fehlen jetzt meines Erachtens weitere Informationen, die hätten das Gesamtbild eigentlich viel besser dargestellt. Da haben auch andere gesagt, ja, ich habe es mir nochmal drüber gelesen, das hätte man durchaus noch reinbringen können. Mein Vorschlag jetzt für die Journalisten wäre, strikter trennen, was ist meine Meinung, was ist im Kommentar wertende Meinung zum Ereignis, und dann klar machen, das ist ein Bericht der Veranstaltung mit allen möglichen Faktoren oder des Ereignisses mit allen möglichen Faktoren, die ich für wichtig halte. Und so kann sich der Leser dann eine Meinung auf Grundlage dieser Darstellung bilden. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei ARD und ZDF sind die Techniker und der gesamte Verwaltungswasserkopf, die sind fest angestellt. Die sogenannten programmprägenden Mitarbeiter, das sind die am Mikrofon oder vor der Kamera, die sind fast ohne Ausnahme freie Mitarbeiter. Von denen kann man sich ganz leicht trennen, die haben weniger Rechte, können oft nicht klagen. Ist das eine bewusste Strategie von ARD und ZDF, um sich die Mitarbeiter eventuell gefügig zu halten? Bei ARD, ZDF und Co. wird natürlich sehr viel Geld verschwendet. Das heißt also, die Finanzierung ist im Prinzip immer in der Schieflage, weil die Kosten an Stellen explodieren, die eben damit zu tun haben, dass wir das Rundfunksystem so haben, wie es nun mal ist und dass es reformunfähig ist. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den halte ich so, wie er jetzt ist, eigentlich für reformunfähig. Das heißt, der Verschwendung an manchen Stellen, die man eigentlich nicht zurückdrehen kann, denken Sie an die Intendantengehälter, denken Sie an Doppelstrukturen. Der wird damit begegnet, dass man dort einspart, wo es eigentlich besonders die journalistische Qualität betrifft. Sie haben eben die freien Mitarbeiter genannt, die natürlich völlig abhängig sind von den Sendern, das ist richtig, die gerade eben nach oben schauen werden, was sage ich, welche Richtung nehme ich, wie arbeite ich, das ist natürlich ganz klar. Und das kann dazu führen, dass man so eine Art Schere im Kopf hat. Das muss man dann auch feststellen, das ist tatsächlich eine Gefahr, eine Schere im Kopf, und dass eben die Arbeit dann doch unter dem Vorbehalt des Politischen steht. Gleichwohl würde ich das nicht als systematisch sehen, sondern diese Abhängigkeit, die es nun mal an vielen Stellen gibt, wird allgemein dafür ausgenutzt. Das ist noch nicht keine richtige Strategie. Ich glaube eigentlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie er jetzt ist, einfach reformunfähig ist und wir es halt mit zwei Phänomenen gleichzeitig zu tun haben. Einmal mit einem TV-Beamtentum, wo im Prinzip keiner entlassen werden kann, wenn er in einer gewissen Struktur sitzt, weil es ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja im Prinzip so eine Art Fernsehbehörde ist, und auf der anderen Seite natürlich prekäre Arbeitsbeschäftigungsverhältnisse, was eben auch dazu führt, dass manche Journalisten dann aussteigen und sagen, ich tue mir das nicht mehr länger an. Handwerkliches Können, das scheint bei vielen Journalisten heute nicht mehr so sehr gefragt zu sein. Hauptsache, man hat die richtige Haltung und trägt die offen nach außen. Alles, was links und grün ist, ist selbstverständlich toll. Alles andere ist böse, ist zu verurteilen, oft nah dran sogar am rechten Extremismus. Linksgrüne Meinungsdiktatur, die uns dann auch noch mit der überheblichen Selbstverständlichkeit des preußischen Finanzbeamten in die Geldbörse greift und ihr überzogenes Salär beansprucht. Das ist doch eine Entwicklung, die einem Angst machen kann, oder? Ja, es gibt einige Formate im öffentlich-rechtlichen Bereich. Denken Sie an das Format Funk zum Beispiel, das ja für Jugendliche gedacht ist und dem SWR nahesteht oder vom SWR betreut wird. Und dieses Format ist durchdrängt eigentlich mit linker, sogenannter Woker-Ideologie. Da frage ich mich manchmal, was hat das noch mit Information zu tun? Was hat das noch mit seriöser Meinungsbildung zu tun? Das ist Effekthascherei. Es geht halt politisch immer nur in eine Richtung. Man muss sagen, weite Teile des Programms von Funk halte ich für linksextrem oder linksradikal und vor allen Dingen für besonders verurteilenswert, weil wir das alles bezahlen müssen. Es ist eine Tendenz, eben von journalistischen Größen wegzugehen. Wir haben ja, es gab ja früher auch einige Journalisten. Denken Sie an Hans-Joachim Friedrich, der hat ja gesagt, kein Journalist sollte sich mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Bei den ganzen Köpfen,
die wir in den Nachrichtensendungen im öffentlich-rechtlichen Bereich erleben, das sind manchmal Wanderprediger. Es fehlt ihnen deutlich die Distanz zum Gegenstand, also über das Thema, über das berichtet wird. Und das muss man sagen, das ist eine Verfallskultur, die man schon feststellen kann, eben dass Haltung vor Können, vor Kompetenz, vor sachlicher Distanz geht. Das erleben wir und das tut der Gesellschaft nicht gut. Das führt eben zu dieser Polarisierung, die wir schon in der Gesellschaft haben. Und eigentlich muss man sagen, haben ARD, ZDF und Deutschlandfunk einen ganz anderen Senderauftrag, nicht die Leute in Wallung zu bringen und ideologisch auszurichten, sondern eine möglichst breite Wissensgrundlage zu schaffen, von der ausgehend dann der Bürger und Seher urteilen kann. Und das bedeutet natürlich halt im Wesentlichen, dass wir eine Meinungspluralität haben. Auch da erwarte ich eigentlich viel mehr Diskussion, viel mehr Selbstreflexion. Aber ich glaube, da können wir lange warten. Deswegen muss halt eine Reform her. Gedanken zum Tag der Pressefreiheit von Joachim Paul, Mitglied im AfD-Bundesvorstand und Medienpolitiker aus Rheinland-Pfalz. Dankeschön. Vielen Dank nach Berlin. Ein deutsches Embargo russischen Öls könnte weitreichende Folgen haben. In erster Linie für den Osten Deutschlands, denn ganz Ostdeutschland und auch Westpolen wird versorgt aus der Raffinerie in Schwedt. Da landet die Ölpipeline Druzhba aus Russland. Kommt kein Öl mehr, wird kein Benzin produziert, gibt es vermutlich nicht mal Flugbenzin für den Flughafen BER bei Schönefeld. Und wir würden es natürlich alle merken in ganz Deutschland an der Zapfsäule und zwar sehr deutlich bei uns im Portemonnaie. Jetzt das Thema für unseren Reporter Tobias Weber im Gespräch im Bundestag mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Bereits in den kommenden 4 Wochen könnten die Preise für E10 und Diesel einen Preis von 3,50 Euro erreichen. Das sagt nicht nur der Energiemonitor, sondern auch führende Wirtschaftsinstitute in Deutschland warnen vor so einem Preissprung in Anbetracht der jetzt von der EU angekündigten Boykottmaßnahmen. Tino Chrupalla, AfD-Bundessprecher und Chef der Bundestagsfraktion. Macht denn so ein Ölboykott gegen Russland überhaupt Sinn? Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Wir erleben es, die Bürger müssen dafür zahlen. Jetzt schlägt sich es noch mehr auf die Preise durch. Die Wirtschaft wird weiter geschädigt. Es wird also auch Arbeitsplätze gefährden, tausende Arbeitsplätze. Und das ist natürlich nicht im Interesse Deutschlands. Deswegen lehnen wir das auch ab. Wobei ja nicht ganz klar ist, wie zum Beispiel die PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder mit Rohöl versorgt werden kann, wenn die Druzhba-Pipeline von der EU dann abgeschaltet wird. Genannt werden Öllieferungen aus Stettin, aus Rostock. Wie soll zum Beispiel die PCK in Schwedt, und das ist ja ganz wichtig auch für Ostdeutschland natürlich, gerade auch hier in Berlin, für die Ölversorgung, für die Benzin, für die Dieselversorgung. Woher soll das Rohöl kommen für Schwedt? Ja, das ist eine gute Frage. Die muss der Wirtschaftsminister beantworten, Herr Habeck. Der Osten ist zu 100% von russischem Öl abhängig. Und wir brauchen natürlich diese Öllieferung für die chemische Industrie. Also hier hängen tausende Arbeitsplätze dran. Wie gesagt, wir schaden unserer eigenen Wirtschaft mehr als der russischen. Dieser Ölboykott bringt nichts. Der bringt auch keinen Frieden in Europa. Im Gegenteil, wir eskalieren weiter. Und die Bürger, wir selbst, müssen immer mehr bezahlen und müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen hat ja für Ostdeutschland einen Rumpeln bei der Versorgung angesagt. Aber das Rumpeln dürfte dann wahrscheinlich bis zur deutsch-französischen Grenze sich durchziehen. Weil wenn in Ostdeutschland Öl, Benzin, Diesel fehlt, kommt es aus Westdeutschland und damit sind die auch betroffen. Ja, es wird Zeit, dass es bei Herrn Habeck mal rumpelt, damit er versteht und begreift, was hier eigentlich vor sich geht und wer das zu zahlen hat. Die Wirtschaft ist wirklich hier in großer Gefahr. Alle hier IHKs, also alle Industrie- und Handelskammern, warnen bereits davor, was das für Auswirkungen hat für die Versorgungssicherheit, aber natürlich auch für die Preisentwicklung in Deutschland. Und das kann nicht fortgeführt werden. Also hier müssen deutsche Interessen im Vordergrund stehen, so wie wir das als AfD-Fraktion immer verlangt haben, dass Sanktionen nicht so ausgewirkt dargestellt werden können, dass sie hauptsächlich uns schaden, nicht der russischen Wirtschaft. Und das passiert gerade. Also deswegen ein fatales Signal, was hier wirklich stattfindet. Und da müssen wir entgegenwirken. Das russische Öl, was nicht mehr bei uns verkauft wird, wird auf dem Weltmarkt woanders verkauft. Erstmal das. Und zweitens haben wir auch langfristige Lieferverträge mit Russland. Wir beziehen Öl und Gas zu einem wirklich sehr günstigen Preis. Also wir geben damit auch eine gewisse Preisstabilität und auch einen Standortvorteil auf. Weil in Zukunft werden wir dann, selbst wenn wir mit Russland wieder Geschäfte machen und neue Verträge abschließen, diese zu ganz anderen Konditionen abschließen müssen. Und das wird wirklich nachhaltig Riesenschaden für die Wirtschaft bedeuten. Boykott der russischen Öllieferungen, da ist natürlich das Stichwort Wohlstandsverlust, den ja Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, angedeutet hat. Dieser Wohlstandsverlust, der geht doch ganz klar knallhart auf die kleinen Leute. Das müssen die kleinen Leute bezahlen. Immer.
Wer soll es sonst bezahlen? Diejenigen, die arbeiten, diejenigen, die früh aufstehen, zur Arbeit fahren, die müssen das bezahlen, die werden es an der Tankstelle merken. Die Pendler und die mittelständische Wirtschaft, das Handwerk, die werden darunter leiden. Damit werden die Preise natürlich weiter in die Höhe getrieben. Wir werden Inflationsraten von 10% und mehr haben. Also diese Entwicklung ist noch nicht gestoppt. Am kommenden Sonntag in Schleswig-Holstein die Landtagswahl und dann können die Wählerinnen und Wähler dort ein klares Votum geben gegen diesen Preisirrsinn. Gegen diesen Preisirrsinn, vor allen Dingen, dass die Bundesregierung immer noch nicht in der Lage ist, sofort dagegen zu steuern, also auch hier Mehrwertsteuer zu senken, CO2-Abgaben runterzufahren bzw. abzuschaffen, damit der Bürger wirklich sofort entlastet ist. Und die Bürger können natürlich auch am Sonntag in Schleswig-Holstein ein klares Votum für Frieden in Europa senden, indem wir keine Waffen liefern, was unsere Forderung als AfD ist. Also bitte am Sonntag AfD wählen in Schleswig-Holstein. Das wäre ein Signal in die richtige Richtung. Tino Chrupalla, Bundessprecher der AfD und Fraktionschef im Deutschen Bundestag. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Aus dem Hauptstadtstudio der AfD jede Woche die wichtigsten Meldungen und die wichtigsten Nachrichten aus der Bundespolitik aus Sicht der AfD hier bei uns im Podcast. Wir bleiben beim traurigen Blick ins Portemonnaie. Da ist tatsächlich nicht mehr viel drin und das, was drin ist, taugt nicht wirklich, um was zu kaufen. Unser Geld wird immer weniger wert, die Inflation auf einem Höchstwert so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die linksgelbe Regierung sieht die Schuld natürlich bei allen anderen, nur nicht bei sich selbst. Wo liegen die Ursachen für die Inflation wirklich? Und was würde eine AfD dagegen tun, wenn sie in Berlin in Regierungsverantwortung wäre? Diese Fragen reichen wir gleich weiter an René Springer. Er ist der sozialpolitische Sprecher unserer Bundestagsfraktion. Vorher schauen wir hier in 7 Tage Deutschland auf die Meldungen aus den Landtagsfraktionen und den Landesverbänden der AfD in unserem Nachrichtenüberblick. Bayern, weniger Busse und Bahnen in München. Staatsregierung und Oberbürgermeister lassen zu, dass der öffentliche Nahverkehr zusammengestrichen wird. Die Münchner Verkehrsgesellschaft hat Leistungskürzungen angekündigt. Vor allem abends und in den Ferien werden weniger Busse, U-Bahnen und Trambahnen fahren. Als Grund wird Fahrgastschwund angegeben, aber auch das angekündigte 9-Euro-Ticket sorgt für geringere Einnahmen. Dabei hat Münchens Oberbürgermeister Reiter genau das Gegenteil versprochen. Beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen von S-Bahn und Verkehrsgesellschaft sagte er, dass es keine Leistungskürzungen, sondern den Ausbau von Leistungen geben werde. Wenige Tage später sehen die Bürger, was von seinen Versprechungen zu halten ist. Der Weg ist der komplett falsche. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Menschen gerne Bus fahren, wenn sie wissen, dass sie nicht lange warten müssen und wenn es Abfahrtszeiten gibt, die man sich gut merken kann. Besonderer Hohn ist Reiters Versuch, die Schuld auf die Fahrgäste zu schieben. Auch deshalb, weil Politiker wie er durch ihre Corona-Panik die öffentlichen Verkehrsmittel geradezu unerträglich gemacht haben. Das sagt der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Franz Bergmüller. Er fordert die Staatsregierung auf, sich im Bund dafür einzusetzen, dass die Maskenpflicht nun endlich in allen Verkehrsmitteln aufgehoben wird. Sachsen, Pöbel-Diplomat Melnik gehört ausgewiesen. Deutsche Politiker aller Parteien zu beleidigen, scheint der Arbeitsstil des ukrainischen Botschafters in Berlin, Andriy Melnik, zu sein. Jetzt hat er es wieder getan. Dem AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla unterstellte er dem, so Melnik wörtlich, Kriegsverbrecher Putin den Rücken zu stärken und Kanzler Scholz wurde von Melnik als Feigling bezeichnet. Es ist unglaublich, mit welcher Dreistigkeit sich der ukrainische Botschafter immer wieder ungefragt in innerdeutsche Angelegenheiten mischt. Das sagt der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban. Ganz davon abgesehen, dass es nicht die Aufgabe eines Botschafters sei, die Regierung des Landes zu beleidigen, das Hunderttausende Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen habe und auch weiterhin aufnimmt. Herr Melnik sei unverschämt, undankbar und undiplomatisch. Die Bundesregierung sollte ihn deshalb ausweisen und zur unerwünschten Person erklären, so Jörg Urban. Brandenburg. Landesregierung ist blind beim Familiennachzug und verweigert Auskunft. Kürzlich wurde aus der AfD-Fraktion im Potsdamer Landtag eine kleine Anfrage zur Aktualisierung der Zahlen zum Familiennachzug gestellt. In der vorab vorliegenden Antwort offenbart die Landesregierung einerseits eklatante Wissenslücken im Bereich des Familiennachzugs, verweigert aber auch jede Vorlage von Zahlen. Der migrationspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Volker Noting sagte gegenüber 7 Tage Deutschland:
Man ist immer wieder erstaunt, worüber diese Landesregierung angeblich nichts weiß. Daten zum Geschlecht oder der Staatsbürgerschaft von Personen, die über den Familiennachzug nach Brandenburg kamen, oder gar Daten zu den zugehörigen Stammpersonen, Fehlanzeige. Die Landesregierung kann noch nicht einmal angeben, wie viele Familiennachzügler in den verschiedenen Jahren überhaupt nach Brandenburg kamen. Es legen nur Zahlen an gewissen Stichtagen zu Personen mit dem Aufenthaltsstatus aus familiären Gründen vor, die sie natürlich ebenfalls verschweigt. Wie man ernsthaft im Migrationsbereich bei einem der am heißesten diskutierten Politikbereiche des letzten Jahrzehnts so im Trüben fischen kann, ist kein Bürger mehr vermittelbar. Die Landesregierung tritt nicht nur das parlamentarische Fragerecht mit Füßen, sondern ist ignorant gegenüber den großen Fragen unserer Zeit. Mecklenburg-Vorpommern. Corona wird genutzt, um Schuldenbremse zu umgehen. Weite Teile der Schulgebäudesanierung werden über den Corona-Fonds finanziert. Das hat die Schwesig-Regierung jetzt auf AfD-Anfrage eingestehen müssen. Das Sanieren von Schulen sei notwendig und richtig, gehöre aber in einen regulären Landeshaushalt. Es könne nicht sein, dass ein Land mit Lug und Trug die Pandemie ausnutzt, um die verfassungsmäßig verankerte Schuldenbremse zu umgehen, so der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, Martin Schmidt. Der Pandemiebezug der einzelnen Maßnahmen wirke völlig konstruiert. Unhaltbare hygienische Zustände in Sanitäranlagen seien immer ein Problem und nicht nur, wenn das Coronavirus grassiert. Auch der direkte Zusammenhang von Brandschutz und Corona erschließe sich den Bürgern in keiner Weise. Die AfD-Fraktion im Schweriner Landtag hofft, dass die Landesregierung derartige Projekte zukünftig aus dem regulären, nicht durch einen mit Schulden finanzierten Haushalt bezahlt. Rheinland-Pfalz, fehlende Einsatzpläne, Land stiehlt sich aus Verantwortung. Die Landesregierung lieferte jetzt über die Einsatz- und Alarmpläne der Kreise erschreckende Zahlen. Rund die Hälfte der Kreise in Rheinland-Pfalz verfügt über keine Einsatz- und Alarmpläne für Hochwasser. Zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer existierte der vom Katastrophenschutzgesetz vorgeschriebene Alarm- und Einsatzplan Hochwasser im Kreis Ahrweiler nicht. Das sei ein unfassbares Versäumnis, dem möglicherweise zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sind. Das sagt Michael Frisch, er ist der Obmann im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe der AfD im Landtag von Rheinland-Pfalz. Frisch weiter, dass das Land als Rechtsaufsicht nicht einmal den Versuch unternommen habe, die Einhaltung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften zu überprüfen, könne man nur als fahrlässig bewerten. Er fordert, die Kommunikations- und Meldewege dringend auf den Prüfstand zu stellen. Im Hinblick auf die lebensrettende Bedeutung solcher Pläne könne es nicht sein, dass sich ein ahnungsloses Innenministerium mit Dienst nach Vorschrift aus der Verantwortung stiehlt. Und soweit unsere Zusammenfassung der Nachrichten aus den Landesverbänden und Landtagsfraktionen der AfD für diese Woche. Mehr Infos, Sie wissen es, gibt's bei uns im Netz. Jeden Tag ganz frisch auf afdkompakt.de. Sie hören 7 Tage Deutschland aus Berlin, der Wochenendpodcast der AfD. Die Preistreiber stoppen. Jetzt. Das ist die Aktion der AfD im ganzen Land. Und kaum ein Deutscher wird uns da nicht zustimmen. Alle Preise haben in den vergangenen Wochen einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. So weit nach oben, dass viele, die ohnehin schon knapp bei Kasse waren, jetzt kaum noch wissen, wie sie die Familie satt bekommen sollen, wie sie den Diesel für die Fahrt zur Arbeit zahlen sollen, wie sie das Geld für die nächste Nebenkostenabrechnung zusammenkratzen sollen. Die Ampelregierung und ihr wenig agiler Kanzler zucken mit den Schultern und sehen Corona und den Ukraine-Konflikt als die Hauptgründe. Aber stimmt das? Dazu holen wir jetzt den AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer zu uns in den Podcast. Sozialpolitischer Sprecher unserer Bundestagsfraktion. René Springer, guten Tag. Sind die Preissteigerungen wirklich ein kurzfristig entstandenes Problem? Nein, das sind sie nicht. Die Ursachen für die Preissteigerungen, die liegen in falschen politischen Entscheidungen, die teilweise viele Jahre zurückreichen. Das ist zum einen bedingt durch die Währungspolitik und vor allem durch die Null- und Niedrigzinspolitik der EZB. Das sind aber auch energiepolitische Fehlentscheidungen, eben der Ausstieg aus der Kernenergie, Ausstieg aus der Kohleenergie, Einführung der CO2-Steuer. Und
es ist auch eine Folge der Globalisierung, denn die Integration der Wertschöpfungsketten über den Globus führt am Ende dazu, dass wenn es irgendwo auf der Welt zu Erschütterungen kommt, sich das letztendlich auch auswirkt hier bei uns und zwar im Portemonnaie. Sie haben es angesprochen, ein Knackpunkt scheint ja die Geldpolitik der EZB, der Europäischen Zentralbank, zu sein. Es werden Euro gedruckt, als gäbe es keinen Morgen. Natürlich heizt eine solche Geldmenge die Inflation an. Ist das der Ampel eigentlich nicht bewusst? Doch, der Ampel ist das bewusst und auch den Regierungen zuvor ist das bewusst gewesen, aber man hat das billigend in Kauf genommen, denn Staaten profitieren in der Regel von einer solchen Politik, weil sie sich entschulden können. Bei Negativzinsen kann man und Inflation kann man sich gut entschulden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man eben Steuermehreinnahmen und davon profitieren Staaten. Und nicht zuletzt hält man natürlich hier auf diese Art und Weise auch die Europäische Union zusammen. Man hält zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört, aufgrund sehr unterschiedlicher wirtschaftlicher Bedingungen, die in den Mitgliedstaaten vorherrschen. Man bietet gerade den hochverschuldeten Südländern der Europäischen Union eine Möglichkeit, sich günstig neu zu verschulden und das auf Kosten der Bürger hier in Deutschland. Sie werfen der Scholz-Regierung ja vor, die wahren Gründe für die Inflation bewusst zu verschleiern. Woran machen Sie den Vorwurf fest? Ich mache das in letzter Zeit insbesondere an zwei Dingen fest. Das eine ist, dass wir ganz aktuell jetzt ein Entlastungspaket der Bundesregierung diskutieren. Und da steht selbst im Titel dieses Entlastungspakets, dass das zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie ist. Aber mit Covid-19 hat diese Inflation recht wenig zu tun. Und dann hören wir auch in den Plenardebatten immer wieder, dass ja Putin und der Einmarsch der Russen in der Ukraine schuld sei an dieser Rekordinflation. Und auch das ist nicht zutreffend, das lässt sich auch belegen. Jetzt hat ja die AfD vor allen anderen Parteien auf die drohende Geldentwertung hingewiesen. Kann man das festmachen? Wann war das und warum haben das eigentlich nur wir gesehen? Also die drohende, erstmal muss das Systemdefizit des Euro und die Kritik an der EZB, die ist schon alt. Das ist eines der Gründungsthemen der AfD gewesen. Und das war nicht nur die AfD, es waren auch berühmte Wissenschaftler wie der Ex-IFO-Chef Hans-Werner Sinn, der auf die Defizite hingewiesen hat und die drohenden Risiken. Und er hat auch immer die Inflation als eines der Risiken angesprochen. Zuletzt dieser starke Anstieg, der hier entstanden ist, ist für alle sichtbar geworden mit den ersten Hiobsbotschaften im September letzten Jahres, als das Statistische Bundesamt eine Pressemitteilung rausgab, wo stand, dass die Inflation bei 4,1% liegt. Zu dem Zeitpunkt der höchste Wert seit 28 Jahren. Und da hatte noch kein Russe ukrainischen Boden betreten. Gab es da sowas wie eine Nebelwand, hinter der die Fakten irgendwie verschwanden? Und welche Rolle haben die Medien dabei gespielt? Ja, zunächst mal war man bemüht, das Problem einer vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung in Folge der Covid-Maßnahmen zuzuschreiben. Die Regierung hatte die Mehrwertsteuer abgesenkt und der Anstieg der Inflation wurde zunächst darauf zurückgeführt, dass der alte Mehrwertsteuersatz wieder eingeführt wurde. Das war die erste Ausrede, wenn man so möchte. Es hat sich dann nämlich gezeigt, dass dieser Effekt, als der vorüber war, die Inflation trotzdem weiter gestiegen ist, was gezeigt hat, dass die Ursachen viel tiefer liegen, nämlich in einer extrem großen Geldmengenausweitung auf der einen Seite und ein Nachfrageschock auf der anderen Seite, denn die globalen Lieferketten wurden im Grunde im Rahmen dieser Covid-Pandemie gestört. Das heißt, es konnte nicht mehr geliefert werden. Wenn etwas nicht geliefert werden kann, steigt die Nachfrage. Und wenn die Nachfrage steigt, sagen wir nach Holz oder auch seltenen Erden, was auch immer, dann steigen auch die Preise. Das heißt also, der Nachfrageschock traf hier auf eine extrem große Geldmenge. Und das löste diese Inflation am Ende, also diese Inflationsentwicklung am Ende aus. Aber das war vorprogrammiert, das musste so kommen. Es gibt ja, René Springer, diesen sehr sehenswerten Film Don't Look Up. Ein Meteorit droht, die Erde zu zerstören. Man sieht ihn kommen, aber die Regierung mahnt, bloß nicht nach oben zu gucken. Nach dem Motto, ein Problem, das man nicht sieht, ist keines. Sehen Sie da irgendwelche Parallelen? Der Film beschreibt im Grunde das Regierungshandeln seit vielen Jahren. Das ist, bei der Migrationskrise wollte man sich nicht öffnen für die gesellschaftsschädigenden Folgen. Man wollte sich jetzt bei der Geldmengenausweitung der EZB nicht öffnen, bei der Niedrigzinspolitik nicht, die unsere Sparer enteignet und den Mittelstand zerstört. Bei den schweren Waffenlieferungen in die Ukraine, die natürlich zu einer Eskalation des Konflikts beitragen und demzufolge natürlich auch sich das wieder auswirkt im Geldbeutel des Einzelnen, wenn bestimmte Rohstoffe nicht geliefert werden können, wenn Nahrungsmittel nicht geliefert werden können. In all diesen Fällen muss man das Gefühl bekommen, dass man sich Scheuklappen angelegt hat in der Bundesregierung, um die kommenden Probleme nicht sehen zu wollen und sehen zu müssen.
Nun hat die Ampel ja einen ganzen Reigen von Hilfspaketen angekündigt. Ich erinnere mich noch an die Nachrichtenmeldung. Das war ein Staccato von Wohltaten, die jetzt auf die Bürger zukommen würden. Wie weit ist die Ampel da eigentlich inzwischen gekommen? Fließt da überhaupt schon Geld? Also was wir hier erleben, das ist eine Ankündigungspolitik, die ohne Umsetzung bleibt. Ich erinnere mich an die ersten Entlastungsmaßnahmen, die angekündigt wurden im Februar. Das ist ja nun schon wieder einige Zeit her. Bis heute ist kein einziger Cent geflossen. Es gab ein Gesetz, exakt ein Gesetz, das beschlossen wurde, wo aber die Ausgleichsmaßnahmen dann erst im Sommer fließen. Und das ist das Heizkostenzuschussgesetz. Und davon profitieren auch gerade mal 1,6 Millionen Menschen in Deutschland, nämlich diejenigen, die Wohngeld empfangen oder BAföG-Empfänger sind oder Empfänger von Berufsausbildungsbeihilfe. 1,6 Millionen bei einem Volk von 80 Millionen, das ist nichts. Das ist auch nichts hinsichtlich der Größe. Das sind Zahlbeträge, die liegen bei 200 bis 300 Euro. Die verpuffen aber extrem schnell angesichts dieser steigenden Energiepreise. Alles andere, was in den Medien diskutiert wurde, ist bis heute weder beschlossen worden, noch gab es da irgendeinen Cent, der irgendjemanden entlastet hätte. Wo setzt denn die AfD an? Ich vermute, wir haben da eigene Konzepte in der Schublade. Wie unterscheiden die sich im Ansatz und auch in der möglichen Wirkung von denen der Ampel? Ja, zunächst muss man sagen, dass wir als AfD-Fraktion im Bundestag bereits im Oktober letzten Jahres ein Eckpunktepapier beschlossen haben, weil wir diese Entwicklung haben kommen sehen. Die Inflation lag damals bei 4,1%. Das war der höchste Wert seit 28 Jahren. Und man konnte mit dem Wissen, das wir hatten zu dem Zeitpunkt, vorhersehen, dass diese Inflation zu einer galoppierenden Inflation werden würde. Als AfD-Fraktion im Bundestag haben wir uns bereits im Oktober letzten Jahres mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt. Wir haben damals Inflationswerte von 4,1% gehabt. Das war zu dem Zeitpunkt der höchste Wert seit 28 Jahren. Und die Energiepreise lagen 14% höher. Der Diesel steuerte auf die 2 Euro zu. In diesem 8-Punkte-Plan, den wir beschlossen haben, haben wir die Senkung der Mehrwertsteuer gefordert auf Sprit und Heizöl. Also das, was man zum Heizen zu Hause braucht, auf der einen Seite, zum anderen, was man braucht, um täglich zur Arbeit fahren zu können. Wir haben die Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrages gefordert, die Überprüfung der Regelsätze, damit die Empfänger von Grundsicherung im Alter eben schnell einen höheren Regelsatz bekommen, die Überprüfung des Mindestlohns, die Erhöhung des Steuerfreibetrages und die Erhöhung der Pendlerpauschale, eine Reihe von Maßnahmen, die sofort eine entlastende Wirkung gehabt hätten. Und das unterscheidet die Position der AfD-Fraktion auch von dem Ansatz der Bundesregierung, die einmal mehr den Steuerzahlern das Geld wegnimmt, um es dann durch eine bürokratische Maschine zu schicken und dann wieder umzuverteilen, großzügig umzuverteilen. Und wir sehen es jetzt, Hartz-IV-Empfänger sollen 200 Euro bekommen, Arbeitnehmer sollen 300 Euro bekommen, die aber noch versteuert werden. Wer leer ausgeht, sind in dem Fall beispielsweise die Rentner. Und wir glauben mit unserem Ansatz der Mehrwertsteuersenkung und der steuerlichen Entlastung hier aber einen sinnvolleren Beitrag zur aktuellen Problemlage der Inflation zu leisten. Einfach, weil es unbürokratisch ist, es hilft schnell und es ist ein Weg, diejenigen zu entlasten, die unsere Gesellschaft tragen. Es gäbe also Lösungen, die Inflation, die unser bisschen Wohlstand bedroht, in den Griff zu bekommen. Die erkennt man aber nicht durchweg, sondern nur durch draufschauen. Wohl nur die AfD hat dazu den Mut. René Springer, sozialpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion bei uns in 7 Tage Deutschland heute. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Frier, und bis zum nächsten Mal. Eine aktuelle Studie des Berliner Großkrankenhauses Charité. Nicht bekannt für Regierungskritik, auch nicht bekannt für Verschwörungstheorien, zeigt es in dieser Woche ganz deutlich auf. Die Zahlen sind erschreckend. Die Impfnebenwirkungen sind offensichtlich um ein 40-faches höher als bisher vom Regierungs-Paul-Ehrlich-Institut zugegeben. Und trotzdem, immer noch werden Menschen in Deutschland gezwungen, sich gegen Covid impfen zu lassen, damit sie ihren Job behalten können. Es gilt weiterhin die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wer im Krankenhaus arbeitet, wer in einer Pflege- oder Behinderteneinrichtung arbeitet, wird gezwungen, sich impfen zu lassen. Ein absolut unhaltbarer Zustand, sagt unsere Bundestagsfraktion und setzt sich weiter mit Vehemenz dafür ein, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht fällt.
Martin Sichert ist der gesundheitspolitische Sprecher unserer Fraktion im Bundestag. Sein erster Gedanke zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Die macht auch überhaupt keinen Sinn. Also sagen uns alle möglichen Experten, dass bei Omikron oder seit wir als Omikron als die dominierende Corona-Variante haben, beziehungsweise die einzige, die wirklich noch existiert hier in Deutschland haben, dass es seither keinerlei Fremdschutz mehr wirklich gibt. Den Begriff müssen wir bitte nochmal erklären. Es gibt keinen Fremdschutz. Das heißt ganz genau. Also Fremdschutz bedeutet, dass man andere nicht anstecken kann, wenn man geimpft ist. Und da sehen wir einfach, dass es beispielsweise eine Studie von Hansen aus Dänemark gibt, schon vom Januar, der Omikron untersucht hat und festgestellt hat, dass bei Omikron nach 90 Tagen die Wahrscheinlichkeit von Geimpften deutlich höher ist wie bei Ungeimpften, dass sie sich selbst infizieren beziehungsweise andere infizieren. Und dementsprechend ist dieses Fremdschutzthema überhaupt nicht in Bezug auf die Impfung da. Und das ist ja immer das, womit man argumentiert hat. Man hat argumentiert, man muss das Personal impfen, damit die Leute sich dort nicht anstecken können. Wenn das Personal aber mit Impfung gegebenenfalls noch die Corona-Infektion häufiger oder leichter verbreitet, wie wenn sie nicht geimpft sind, was uns diese Studie aus Dänemark beispielsweise sagt, dann ist es eindeutig so, dann macht eine Impfung überhaupt gar keinen Sinn und eine Impfpflicht erst recht nicht an der Stelle. Also eine Farce haben wir da schon mal aufgedeckt. Die andere Farce ist tatsächlich, dass die Leute in den Kliniken, in den Pflegeeinrichtungen weiterhin 10 Tage in Quarantäne müssen, weil das heißt, die Leute fallen 10 Tage aus und mittlerweile sagt ja selber die Krankenhausgesellschaft, damit können wir weiter nicht arbeiten. Ja, da haben Sie auch total recht. Das ist das einzige große Problem, was wir momentan haben. Das ist nämlich nicht Corona und die Corona-Infektionen. Denn Fossa beispielsweise, der oberste Lungenfacharzt Deutschlands, der sagt ganz klar, dass es diese typischen schweren Krankheitsverläufe von Corona mit den Lungenentzündungen auf den Intensivstationen eigentlich gar nicht mehr gibt. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass auf den Intensivstationen ungefähr prozentual als Corona-Patienten genauso viele liegen, wie an Corona erkrankt sind in der Gesamtbevölkerung momentan. Das heißt, Corona scheint keine relevante Auswirkung mehr darauf zu haben, ob jemand auf eine Intensivstation muss oder nicht. So, wenn man sich das anschaut, dass dieser Eigenschutz auch nicht mehr wirklich relevant dort ist und der auch nicht gebraucht wird an der Stelle und man auf der anderen Seite aber die Leute 10 Tage in Quarantäne schickt, dann haben wir natürlich große Probleme. Und wir haben aber auch gesehen, dass diese Quarantäneregelungen ganz schnell fallen können, wenn sie die richtigen betreffen. In Bayern beispielsweise hat Markus Söder ja Corona bekommen. Und als Markus Söder Corona bekam, konnte plötzlich die bayerische Staatsregierung 3 Tage nach seiner Infektion die Quarantäne von 10 Tagen auf 5 Tage runtersetzen, damit Herr Söder noch an Volksfesten zu Ostern teilnehmen konnte. Und sozusagen dann ohne Test aus der Quarantäne raus konnte. Und das zeigt eigentlich, wie bizarr das Ganze ist. Also wenn es die richtigen Politiker trifft, kann man plötzlich alle Regelungen ganz schnell ändern. Und wenn es die Allgemeinbevölkerung betrifft, dann nicht. Und das ist eigentlich also eine politische Farce hoch 3. Wenn man jetzt diese ganze Impfpflicht aufrechterhält, wenn man jetzt also auch diese Quarantänebestimmungen aufrechterhält, inwieweit steht denn aus Ihrer Erfahrung aus dem Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag, inwieweit steht denn tatsächlich das Gesundheitssystem insgesamt da kurz vorm Kollaps? Das Gesundheitssystem steht nicht kurz vorm Kollaps, aber wir haben ein ganz großes Problem. Wir haben eine Überlastung in einigen Bereichen, beispielsweise bei der Pflege, beispielsweise bei den Fachärzten. Da haben wir wirklich auch einen Personalmangel und wir haben das Problem, das ist mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht vielen gar nicht klar, dass momentan keiner eingestellt oder ausgebildet werden kann, der nicht geimpft ist. Das ist, es ist ja nicht nur eine Geschichte, dass Leute, die jetzt da aktuell drin sind, bedroht werden, ihren Job zu verlieren, sondern es ist ja auch so, dass kein neuer eingestellt werden darf, der nicht entsprechend geimpft ist. Und das können wir uns eigentlich in den Zeiten, wo wir einen Pflegemangel haben, wo wir auch einen Fachärztemangel haben, können wir uns das eigentlich nicht leisten, dass wir so mit den Leuten in diesen kritischen Bereichen umgehen. Da muss dringend was geändert werden. Was aber auch nicht vergessen werden darf, wo wir auch noch eine Impfpflicht haben, ist momentan beim Militär. Und die muss genauso weg. Also wir haben auch bei der Bundeswehr eine Impfpflicht. Auch die gehört abgeschafft, weil spätestens seit Omikron sehen wir, das zeigen auch internationale Studien, dass Corona nicht mal mehr die Gefährlichkeit von der Sterblichkeit her hat, wie sie eine Grippe hat.
Und dementsprechend ist es tatsächlich so, jetzt spätestens seit Omikron gehören diese ganzen Impfpflichten abgeschafft. Und wir werden da als AfD eindeutig dranbleiben. Wir haben es jetzt diese Woche wieder im Deutschen Bundestag beantragt. Und wir werden aber das Thema wieder und wieder und wieder spielen, bis die anderen so genervt davon sind und auch von der öffentlichen Diskussion, dass wir es ständig in die öffentliche Diskussion reinbringen, dass es endlich wegkommt. Weil es ist eine Riesendiskriminierung einer gesamten Berufsgruppe. Das muss weg. Die deutliche Forderung von Martin Sichert, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, im Beitrag von AfD-Hauptstadtreporter Tobias Weber. Hier ist 7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD. Wir entscheiden, wie der Norden morgen aussieht. Wollen wir mehr Ideologie an der Schule oder einfach nur echte Bildung? Wollen wir noch mehr Windräder oder bezahlbare Energie für alle? Wollen wir immer wieder Lockdown oder einfach unsere Freiheit? Es geht um viel. Deshalb am 8. Mai die Alternative wählen. AfD. Dein Norden. Deine Wahl. Genauso ist es. Am Sonntag wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Natürlich empfehlen wir Ihnen, das Kreuz bei uns, bei der AfD zu machen. Aber wir wollen natürlich auch, dass Sie wissen, wen genau Sie da in den Kieler Landtag wählen, wer sich für die kommenden Jahre im Parlament für Ihre Interessen einsetzen wird. Deshalb stellen wir Ihnen heute hier im Podcast die Spitze der Landesliste vor. Kandidaten, die nach der jetzigen Prognose sicher im nächsten Landtag AfD-Politik für die Bürger Schleswig-Holsteins machen werden. Die Kandidaten, die Sie mit Ihrer Zweitstimme für die AfD auf der rechten Seite des Stimmzettels ins Parlament entsenden. Auf Platz 4 Julian Flack, Listenkandidat und Direktkandidat im Wahlkreis Segeberg-West. Im Herbst 2012 habe ich so ein Jahr nach vorne geguckt, gesagt, wen wählst du nächstes Jahr? Und ich war relativ verzweifelt, weil ich habe gesagt, davon kannst du keinen mehr wählen. Hast den einen oder anderen schon mal gewählt, kannst du nicht wieder machen. Und dann kam die AfD. Und zwar das große Thema damals war natürlich zum einen die gescheiterte Euro-Rettung. Aber es waren auch damals schon bei der Migration, bei der Einwanderung, im Bildungssystem ganz viele Punkte, wo ich gesagt habe, wo viele andere auch gesagt haben, da muss ich was tun, da brauchen wir eine Alternative zu dem, was die anderen Parteien bisher bieten. Und da bin ich dann von Anfang an, seit März 2013, mit dabei gewesen. Heute, 9 Jahre später, kann Julian Flack mit Ihrer Hilfe den Sprung in den Landtag schaffen. Nicht sein erstes politisches Engagement, denn er ist bereits sehr aktiv auf kommunaler Ebene. Er ist Gemeinderatsmitglied, Kreistagsmitglied, er leitet sogar im Kreis den Bauausschuss. Also die Kommunalpolitik hat ganz zu Unrecht einen etwas drögen Ruf. Da passiert sehr viel und es wird, wenn die Kommunen, wird das, was vor Ort passiert, man ist ganz dicht an den Bürgern und das wird gestaltet. Also im Bauausschuss geht es ganz konkret um die Liegenschaften des Kreises. Da wird viel, da geht es um die Arbeitsplätze, um die Attraktivität der Verwaltung, wie die gestaltet ist. Da geht es um Schulbauten und so weiter. Das da merkt man ganz unmittelbar, auch gerade in den Gesprächen mit Elternvertretern, mit Lehrern, was man dort auch bewirken kann. Und das Gleiche gilt in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Stadtvertretung, wo es eben auch um die Schulen, wo es um die sonstige Infrastruktur vor Ort geht, wo man einfach merkt, da kann man sehr direkt etwas bewirken. Und man kann und man muss verwurzelt sein. Man muss bei sich vor Ort zu Hause bei den Bürgern tätig sein, auf Dauer, wenn man auch verstehen will und wenn man immer am Puls der Zeit sein will. Einer, der weiß, wo der Schuh drückt, der weiß, was für die Bürger vor Ort wichtig ist. Julian Flack auf Platz 4 der Landesliste in Schleswig-Holstein. Wir springen jetzt gleich auf den zweiten Platz. Kurt Kleinschmidt da, ein Bayer im Norden. Die Marine hat ihn nach Schleswig-Holstein gebracht. Auf einem U-Boot hat er gedient. Heute setzt er sich für die Bürger in Kreis und Land ein. Auch er hat einen guten Blick auf das, was die Menschen bewegt. Aktuell bei uns in der Gemeinde ist es die Windkraft, sind es die erneuerbaren Energien, sind es die Straßen, die sehr marode bzw. kaputt sind. Das sind so die Hauptthemen. Der ÖPNV, die Elektrifizierung der Bahnstrecken, Reaktivierung der Bahnstrecken, das sind so die brennendsten Punkte. Gerade die Windkraftanlagen sind ein Thema für Kurt Kleinschmidt. Pläne sehen vor, deren Zahl zu verdreifachen. Kleinschmidt hat große Sorge, dass das den Tourismus in Schleswig-Holstein nachhaltig schädigen könnte. Er meint, gerade die erneuerbaren Energien sind meines Erachtens nach, ich sag mal, eine Totgeburt. Man hat keine Redundanz. Wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint, dann haben wir keinen Strom in Schleswig-Holstein. Unsere Kohlekraftwerke sollen abgeschalten werden. Unser letztes Atomkraftwerk ging Ende letzten Jahres vom Netz.
Die Stromsicherheit sieht in Norddeutschland anders aus. Merkels Migrationswelle 2015 hat den CSUler Kurt Kleinschmidt dazu bewegt, die Partei zu wechseln und in unsere AfD einzutreten. Ich war auch immer zufrieden, größtenteils mit dem, was die CSU gemacht hat. Ich war zwar nur Fördermitglied im Norden, aber ich war grundsätzlich zufrieden mit der Politik der CSU. Die Familie stand ganz vorne. In den 80ern haben sie schon gesagt, dass Multikulti gescheitert ist. Hab aber gesehen, dass das hohle Phrasen waren. Tatsächlich wirklich nur hohle Phrasen. Umgesetzt hat man nichts. Die CSU-Führung ist immer ihre Angela Merkel hinterher gedackelt und so konnte es nicht weitergehen. Selber denken, statt Merkel hinterher zu dackeln. Jetzt wird Kurt Kleinschmidt recht sicher dem nächsten Kieler Landtag angehören. Wie auch Platz 1 der Landesliste, der Spitzenkandidat Jörg Nobis. Ein Mann mit Visionen für die Zukunft, der vom ersten Tag in der AfD mit dabei war. Der die Gründung der Partei und sofort den ersten Bundestagswahlkampf 2013 miterlebt hat. In Deutschland gibt es Potenzial für eine liberal, konservative, freiheitlich, patriotische Kraft. Und das haben wir damals schon gespürt. Und wir sind dabei geblieben bis heute, trotz aller Abspaltungen und Weggänge. Und ich glaube, das Potenzial müssen wir heben und das ist auch zu heben. Und dann haben wir auch Potenzial bis hin zu 20% bundesweit. Ganz so viel ist bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein vermutlich noch nicht drin. Um die 7% peilt die AfD für die Wahl am Sonntag an. Ganz wichtig, unsere Themen sind stets die der Bürger. Die AfD hat immer im Blick, was die Leute bewegt. Top-Thema ist immer noch Corona und die Pandemiefolgen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir sind sehr touristisch geprägt. Tourismus war nur sehr eingeschränkt möglich oder gar nicht möglich. Unser Ministerpräsident hat vor einem Jahr die Touristen nach Hause geschickt, hat sogar Fahrradfahrer und Hamburger Spaziergänger an der Landesgrenze abgewiesen. Ein einmaliger Vorgang. Ja, so nach und nach kommen die Touristen, die Betriebe erholen sich, aber die gesamte Branche leidet doch noch. Von daher hoffen wir jetzt auf einen guten Sommer und dass sich das Klima verbessert für uns wirtschaftlich. Das ist natürlich nicht das Einzige. Wir haben Infrastrukturprojekte in Schleswig-Holstein, die brach liegen, die A20. Sie wird seit 5 Jahren nicht weitergebaut, obwohl es der Ministerpräsident damals versprochen hatte. Wir haben Straßen in einem unheimlich schlechten Zustand. Wir haben die niedrigste fast Elektrifizierungsrate bei der Deutschen Bahn von fast allen Bundesländern. Wir haben den Nord-Ostsee-Kanal, der momentan jetzt, da wird ja Geld investiert. Also es sind vielschichtige Probleme. Wir haben viel Landwirtschaft noch mit den üblichen Problemen, Nitratbelastung im Grundwasser und unsere Landwirte, die natürlich auch irgendwie an die Wand gefahren sind, weil sie immer wieder Geld in die Hand nehmen, investieren sollen, aber dann sich viele Regularien auch von EU-Ebene ständig ändern und die Milchbauern, wir wissen das, sind deutschlandweit verzweifelt und es trifft auch die Bauern in Schleswig-Holstein. Also. Wenn Sie wollen, dass die AfD bei all diesen vielen Baustellen der Altparteien endlich mal Druck machen kann, mit einer starken Fraktion im Landtag sich für die Bürger einsetzen kann, das Regierungshandeln hinterfragt und mit eigenen Lösungsansätzen neue Wege vorschlagen kann, dann haben Sie im Norden nur eine Wahl. Aber 2 Stimmen und die geben Sie bitte am Sonntag uns, der AfD. Herzlichen Dank. Und das war's dann auch schon für diese Woche. Das waren 7 Tage Deutschland im Podcast der AfD. Ich setze mich jetzt und ich empfehle Ihnen genau das Gleiche zu tun auf beide Daumen und hoffe auf ein schönes Wahlergebnis am Sonntagabend 18 Uhr dann in Schleswig-Holstein. Danke für Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie ein schönes Wochenende. Bleiben Sie kritisch und uns gewogen. Bis nächsten Freitag. Am Mikrofon war Detlef Frier.